in meiner Freizeit bin ich gerne draußen unterwegs mit Freunden an Plätzen, wo man sich halt gemeinsam treffen kann. In meiner Freizeit gehe ich gerne shoppen. Ich treffe mich gerne mit Freunden und ab und zu mal feiern. Also ich zumindest, ich spiele Fußball bei Krümels Biesseritz. Und ja, Freunde treffen und was machen wir noch? Zocken. Ja, oder wir zocken halt mal so einen Abend lang und ja, eigentlich kann man sonst halt hier nichts machen so. An irgendwelchen Turnhallen haben wir das auch schon festgestellt, wo sich irgendwelche jungen Leute finden, Schüler, Sportler, die einen gehen vielleicht rein zum Training, die anderen sind nicht in der Sportgruppe, warten draußen, unterhalten sich, dann gibt es einen Wechsel, wo wir keine Probleme feststellen, wo wir nur mitkriegen, Mensch, da sind regelmäßig welche und da findet regelmäßig irgendwelche Treffen statt. Ohne dass es irgendwelche Beschwerden gibt. Es geht also auch ohne Probleme. Das existiert auch in der Stadt, das dürfen wir nicht immer vergessen. Ja? Ja, dort, wo es funktioniert, das machen wir, das nehmen wir so zur Kenntnis, schön ruhig, brauchen es nicht erwähnen und wir schreien nur rum, wenn es Probleme gibt. Das ist eigentlich nicht richtig. Zu den Bänken. Das ist genau das, was wir vorausgesagt haben. Der Arsenalplatz ist ein schöner Platz. Ich habe noch nichts dagegen, wenn da jemand tagsüber skatet. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand an dieser Bank skatet. Das ist aber, glaube ich, unser Problem. Wir bauen dort was hin. Wir stellen die großen Steinbänke quer über den Platz. Sieht schick aus. Und wundern uns, warum die jetzt kaputt sind. Es hätte einfacher sein können, wenn man dort von vornherein entweder eine Stahlkante angebracht hätte. Dann wäre die Bank immer noch schick, würde da immer noch stehen. Wenn jemand sitzen kann, sitzen möchte, dann kann er das. Wenn jemand mit seinem Skateboard langrutschen will oder sein Rollerblades, dann kann er das auch. Das ist das, was wir haben will. Da müssen wir einfach, glaube ich, auch an uns arbeiten, ein bisschen offener sein, das einfach mit berücksichtigen, weil so wahnsinnig viel mehr hätte das auch nicht gekostet und kann das auch nicht kosten. Also momentan weiß ich von einem Projekt, was am Pferdestall gerade in Bearbeitung ist, im Außengelände, dass dort für Jugendliche etwas gemacht wird, ausgebaut wird, aber von anderen Projekten weiß ich leider nichts. Nee, davon weiß ich nichts, weil, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Nee, ich habe auch keine Ahnung. Wir wissen von nichts. Mir ist deswegen also überhaupt nichts bekannt. Also da muss man sich schon die Frage stellen, ob ich für Toleranz immer bestimmte Plätze brauche. Oder ob sich das nicht einfach komplett durch die gesamte Stadt ziehen sollte. Dort war es aber so, dass, glaube ich, das zum Teil, wenn man sich angeguckt hat, wie das da aussah, eskalierte. Ja, also da wurde ja nicht nur mit Alkohol hantiert, sondern da wurden ja noch mit anderen Dingen, andere Dinge wurden da offensichtlich konsumiert und mit Feuer gespielt. Das bringt natürlich nichts, wenn ich dort einen Platz schaffe, ja, und dann dorthin komme und die Hälfte ist abgefackelt. Ja, da kann ich dann kann ich auch verstehen, dass zum Teil die Verantwortlichen dann wenig Bereitschaft aufbringen zu sagen, na Mensch, Jungs und Mädels, das war jetzt auch nicht so schön, aber es ist nicht so schlimm, wir bauen es einfach wieder auf. Es ist natürlich immer so die Frage, wie tolerant ist man, wenn da jemand sitzt und ein Bier trinkt. Ja? Ich glaube, das ist auch nicht mal das Problem. Ja? Setze ich mich dorthin. Ja? Die Flaschen sehen, das muss nicht mal eine Flasche sein, das kann eine Büchse sein. Setze ich mich dahin oder setzen Sie sich dahin? Gibt es überhaupt keine Ruhe. Sitzt aber dort jemand mit einem Undercut und mit roten Haaren und hat vielleicht noch Hund neben sich, da haben wir auf einmal wieder ein Problem. Wir sind da viel zu schnell, immer nach dem Äußeren zu urteilen. Wenn dann natürlich die Flasche weggeschmissen wird und dort Glasscherben liegen oder sowas, dann muss ich auch einfach sagen, dann ist der Punkt auch überschritten. Das ist dann nicht okay, da sollten wir uns dann, glaube ich, auch einig sein. Aber im Normalfall ein bisschen mehr Gelassenheit. Ein bisschen. Da denke ich, liegt es daran, dass viele Jugendliche heutzutage keinen Respekt vor fremdem Eigentum haben, dass halt dort mit fremden Gegenständen, die sie nicht selber bezahlt haben, einfach nicht verantwortungsvoll umgehen. Weil vielleicht das Geld fehlt. Also ich denke mal, weil wir selbst Jugendliche halt zu viel Scheiße bauen, damit uns man das halt nicht zutraut.
Dass wir jetzt zum Beispiel halt so schnell kaputt geht. Dass wir halt zu viel kaputt machen. Wir haben einfach, kann ich wirklich sagen, im Stadtrat nicht das Problem, dass wir mit Jugend nicht zusammenarbeiten wollen, sondern sind wir ehrlich, da ist eine Klientel, die ist 40 plus X aufwärts und es ist nicht immer so ganz leicht, den Schulterschluss zu der jungen Generation herzustellen. Ja. Auf der anderen Seite, wir wollen ja, dass die hier bleiben, verdammt nochmal. Wir haben doch jedes Interesse daran, dass Jugendliche sich in Wittenberg wohlfühlen. Ja, und genau deswegen ist es kein Kampf gegeneinander, aber man kann sagen, dass vielleicht noch zu große Sprachlosigkeit man erstmal versuchen sollte, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, man darf nicht sehen, dass irgendwie die Erwachsenen gegen die Jugendlichen arbeiten. Da ist eher die Frage, wie kommt man zusammen? Was eben auch für Jugendliche attraktiv ist. Darum geht es ja. Ja, wir brauchen nicht den 100. Vortrag zu einem Thema, wo die eh nicht hinkommen, sondern dass man sagt, jawohl, prinzipiell, der Kern handelt davon. Reformation heißt Veränderung. Ja, meinetwegen, immer unter der Frage, was wollen wir eigentlich verändern?